ein neues Update und wie geht es weiter mit Assassin's Creed Valhalla? Wir haben die neue Roadmap. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Kranknaht. Hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Open World Games wie Assassin's Creed Valhalla. Bleibt also sehr gerne hier mit einem Abo mit dabei, ja? Würde mich sehr, sehr freuen. Ubisoft hat denn endlich mal was von sich hören lassen nach all der Funkstille. Und wir wissen, was jetzt kommt. Auf Twitter haben sie das Ganze gepostet. Wer mir auf Twitter folgt, der hat den Tweet von mir dazu schon gesehen. Das heißt, folgt mir da gerne, wenn ihr sowas gerne früher wissen wollt. Ja, wir haben jede Menge Gratis-Content für die kommenden Wochen, heißt es hier seitens Ubisoft. Und das sieht ganz nett aus. Das sieht ganz nett aus. Ich bin Early. An der Stelle kann man sagen, PlayStation Game Size, nicht GameStation Play Size, hat das Ganze schon in der vergangenen Woche quasi gewusst, dass das Update kommt. Hier ist es nochmal bestätigt worden. Wann kommt es denn morgen? Am 19. April. Ja, ich bin da wieder im Urlaub. Ja, der letzte, der war ja ein großes Fiasko. Mal gucken, wie dieser wird. Aber nur für 3 Tage. Also bin ich dann Ende der Woche wieder am Start. Dann können wir vielleicht auch mal wieder zusammen streamen. Ich hoffe es zumindest, dass ich das mal wieder schaffe. Folgt mir dafür gerne schon mal auf Twitch, wenn ihr mögt. Ich hoffe, dass ich dann fit genug bin. Ihr merkt, ich bin immer noch etwas kurzatmig. Ich habe Probleme, einen langen Monolog zu halten. Mal schauen. So, 1.5.1, das kommt jetzt morgen raus. Die Inhalte davon sind noch unbekannt. Ich habe probiert zu recherchieren. Es ist leider noch nichts dazu klar, was denn kommt. Aber eins kommt auf jeden Fall, beziehungsweise zwei Sachen, denn die kommen hier direkt am 19. und am 21. bis zum 12. Mai. Das heißt, neue Inhalte kommen. Erstens, der neue Gratis-Spielmodus, die Mastery Challenges, und zwar Pakete Nummer 2. Wir haben die Mastery Challenges schon gemacht. Das sind diese Challenges, in denen du entweder Assassine, Krieger oder Jäger bist und dann eine Challenge machen musst. Zum Beispiel Gegner mit Kopfschüssen töten oder von Klippen stürzen oder nicht entdeckt werden. Das sind so die Klassiker. Und ja, davon kommen weitere Spielmodi raus. Da gab es ja die Bronze-, Silber- und Goldmedaille. Und dann konntest du da ganze Marken, ein paar Marken verdienen und die dann bei einem Händler eintauschen. Das wird auch weiterhin so sein, beziehungsweise bei einer Händlerin in der Siedlung. Das wird weiterhin so sein. Neue Challenges, das ist nett. Ja, kann man sich drauf freuen. Werden wir uns hoffentlich im Stream angucken. Auf jeden Fall habe ich Bock drauf. Gratis nehmen wir mit. Why not? Wird die Welt nicht verändern, aber es ist mal wieder ein Grund, Valhalla anzuwerfen und das ist doch ein guter Grund, denke ich mal. Punto numero dos, was jetzt mit dem Patch reinkommt, ist das Ostara-Festival. Ja, und dazu kann man nur sagen, es ist natürlich das Bugstara-Festival. Alle Festivals bisher waren absolute Buggrütze. Und ich gehe leider davon aus, dass auch am 21. April wieder was Verbuggtes ins Spiel kommt, weil mich bislang nichts denken lässt, dass es anders werden könnte. Teilt mir gerne eure Meinung mit. Vielleicht habt ihr die Hoffnung, dass es nicht verbuggt wird. Da drücke ich euch die Daumen. Ich drücke uns die Daumen. Aber ich glaube leider nicht daran. Ich glaube an ein Bugfest 2.0. Auch wieder mit dem Osterfest. Ist aber eine Nettigkeit, ja. Solange wieder kein Game-Breaking-Bug reinkommt. Kein Bug, der das Spiel unspielbar macht. Kein Bug, der dich irgendwelche Quests nicht mehr komplettieren lässt. Dann ist das cool. Macht es das wieder. Ich glaube, das Julfest hatte das auch reingepatcht, dass eine Quest nicht beendet werden konnte. Das wäre eine Katastrophe. Ja. Auch im Mai gibt es dann schon wieder was. Das heißt, nach all der Funkstille, nach dem DLC, es waren ja jetzt 40 Tage Funkstille, gibt es dann schon ein nächstes Update im Mai. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob das was Cooles ist oder einfach nur eine kleine Nettigkeit. Ich denke nur eine kleine Nettigkeit, und zwar die Armory. Was stelle ich mir darunter vor? Man sieht es ja auch schon so ein bisschen im Hintergrund. Im Endeffekt wird es vermutlich einfach nur sein, dass du deine Rüstungen da ausstellen kannst, die du hast. Deine Lieblingssets. Hier kannst du ein Schild hinmachen, hier kannst du eine Waffe hinmachen, vielleicht auch 2 Waffen. Und that's it. Vielleicht bringt dir das was. Vielleicht entlastet es dein Inventar. Das heißt, du hast nicht mehr diese ganzen 10.000 Rüstungen da drin, sondern nur noch ein paar und die anderen sind in deinem Armory abgespeichert. Fände ich eine coole Sache, würde ich auf jeden Fall feiern. Und ja, die Rüstungen kannst du da ausstellen, das ist nett. Das braucht kein Mensch, aber why not? Gratis-Content nehmen wir doch immer mit. Ist eine kleine Edition und das kann man sich merken für zukünftige Assassin's Creeds einfach so als Gimmick. Ja, nicht als Feature oder so. So würde ich das nicht nennen, ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall darauf. Das sind so die Sachen,
die wir bislang wissen zum neuen Update, beziehungsweise zu den kommenden Updates. Es geht auf jeden Fall weiter. Ob noch ein neues DLC kommt, das ist leider nicht geklärt. Das heißt, kommt noch ein weiterer großartiger Inhalt zu Assassin's Creed? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und was halt auch noch in den Sternen steht, was immer so ja die Frage ist, wie sieht es eigentlich aus mit einem schönen New Game Plus? Und da kann man auch leider wieder nur sagen, weiß man nichts zu, gar nichts zu. Und New Game Plus ergibt insofern nicht so viel Sinn für Assassin's Creed Valhalla, weil die Inhalte nicht darauf abgestimmt sind. Wir finden ja Rüstungen und das motiviert uns, Assassin's Creed Valhalla zu spielen. Starten wir in ein New Game Plus und haben alle Rüstungen, alle Waffen, dann gibt es kaum noch einen Motivator. Wir haben bereits alle Fertigkeitspunkte, das durchzuspielen. Es gibt quasi keine Belohnung. Da muss Ubisoft kreativ werden und uns intrinsisch motivieren, das wieder spielen zu wollen. Das heißt, Ubisoft ist da quasi in Zugzwang, wenn sie so ein Feature einbauen wollen. Halte ich für schwierig. Bereits vor einem Jahr gab es ein Interview von Joe Raptor mit den Entwicklern. In dem wurde gesagt, wir gucken uns das an, es ist aber echt schwierig für Assassin's Creed Valhalla, weil der Spielmodus nicht auf ein New Game Plus ausgelegt ist. Du kannst nicht einfach das Level erhöhen und dann erwarten, dass es die Spieler wieder motiviert, neu einzusteigen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass viele das wollen. Das große Problem ist eben die Waffen. Und die Waffen sind eben das Zugpferd, die du findest, die Items für Valhalla. Die haben aber keine Levelstufe. Ja, das könnte man nämlich auch noch verkaufen. New Game Plus sagen wir ja, es gäbe Levelstufe 400 von Waffen. Ja, und im New Game Plus findest du 800 und die sind doppelt so stark. Okay, das würde motivieren, hast du aber nicht, sondern du hast ja die klassischen Qualitätsstufen, die du aufwerten kannst. Und ja, jetzt mit der göttlichen Stufe haben wir natürlich eine neue reinbekommen mit dem DLC. Aber du, klar, könntest dann neue Materialien reinpatchen ins Spiel und die alten dann wieder weiter hochbringen. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Das heißt, statt Tungstenbarren gibt es auf einmal Super-Nickelbarren und dann werden die Items zu ultragöttlich. Maybe. Ich weiß nicht, Ubisoft könnte sich kreative Gedanken machen. Vielleicht erst gegen Ende oder frühestens Herbst des Jahres, wenn dann auch das Basim-DLC, ja, wo ich den Basim gerade gesehen habe, nochmal ansteht. Und da freue ich mich so richtig drauf. Wann das genau kommt, ist unklar. Entweder kommt es Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Ich hoffe, auf Ende des Jahres hätte ich Bock drauf, schon mal wieder so einen Trailer zu sehen, muss ich sagen. 10. November kam es raus, 2020. Das waren noch Zeiten, Leute, oder? Ja, ihr merkt, wie außer Atem ich bin. Das ist echt, das ist nicht nice. Tut mir total leid, dass ihr auch so viele Atmer jetzt in den Videos habt. Tut mir leid, ist aber, glaube ich, auch ertragbar für euch für eine kurze Zeit. Mal gucken. In diesem Sinne wünsche ich euch noch die beste Woche aller Zeiten. Ich bin jetzt erstmal für ein paar Tägchen weg. Ja, für 3 Stück war eigentlich geplant als Wanderurlaub. Wird jetzt wohl nichts. Naja, vielleicht mache ich mal wieder ein paar Insta-Stories jetzt, wo ich mich ein bisschen gesünder fühle. Ich hoffe, euch geht es soweit gut und ihr übersteht die Zeit sehr, sehr gut. Ich drücke euch die Daumen und ja, hoffe einfach, dass ihr gesund bleibt und nur das Beste für euch. Achso, was natürlich auch in diesen Zeiten immer wieder extrem wichtig ist für mich, ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr mich da auch supporten, natürlich bei meinem Sponsor und Partner EMP, mit dem Code GAMING15 könnt ihr da ordentlich reinshoppen. Nicht mehr Fragnard, nein, GAMING15 und hier bei EMP ist natürlich unten verlinkt, gibt es auch Gaming-Artikel, unter anderem für Valhalla, für Elden Ring, richtig nice Sachen auf jeden Fall. Gaming15 übrigens durchgeschrieben und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich da supportet, das ist ein wichtiger Bestandteil und ja, das merkt man dann natürlich vor allem, wenn man krank ist und man keine Videos mehr machen kann, wie wichtig so eine Partnerschaft für einen dann doch ist. Unter anderem gibt es hier so richtig coole Valhalla-Merchandise-Artikel, ja, schaut da gerne mal rein, wenn ihr Bock habt. Oh, neues Mousepad, ich glaube, das gab es noch nicht so lange, ne? Das kenne ich nämlich noch gar nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall den besten Odyssey-Anhänger, auch nice, den besten Tag eures Lebens und deckt euch schon mal mit einer Badebuchse ein, damit ihr im Sommer gut dasteht. In diesem Sinne, bis später, euer Stefan. Glocke aktivieren, dies das Ananas, wir sehen uns im nächsten Video zu Valhalla. Ciao, euer V. Liebe Leute, mein Name ist Fragnard und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragnard, bis später, euer Peter. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren.
dann natürlich gern die Glocke aktivieren. Und meinen zweiten Kanal könnt ihr auch gerne abonnieren.